Kinder, es ist Zeit zum Aufräumen. Wir gehen jetzt raus in den Garten. Bitte das Spielzeug zurücklegen und die Bücher ins Regal stellen. Meinst du, wir dürfen heute endlich im neuen Bärenhaus spielen? Es ist ja jetzt aufgebaut. Vielleicht fragen wir mal Frau Fischer. Ja, heute dürft ihr im neuen Bärenhaus spielen. Ja, juhu! Nicht drängeln, langsam. Das Haus ist cool. Komm, wir schauen mal, wie es drinnen so aussieht. Wow, cool. Das ist ja sogar eingerichtet. Ja, da steht der Sessel vom Bär. Und im Fernseher läuft Masche. Und es hat sogar einen Kühlschrank. Da was drin ist? Ui, der ist ja voll. Das ist aber nicht echt. Das stimmt. Auf dem Sessel haben wir sogar beide zusammen Platz. Hier kann man toll spielen. Nur schade, dass Mascha und der Bär nicht in echt da sind. Stell dir mal vor, Mascha würde mit uns in den Kindergarten gehen. Das ist so toll bei euch. Endlich habe ich viele Kinder zum Spielen. Komm, Mascha, wir rutschen. Pass auf, Mascha, du musst dich gut festhalten. Und hui! Das macht Spaß. Achtung, jetzt komme ich. Und jetzt habe ich Lust, etwas zu malen. Gut, dann müssen wir nach oben gehen. Dort ist das Malzimmer. Ich kann nämlich schon gut malen. Passt auf. Zuerst male ich den schönen blauen Himmel. Und dann male ich den Wald. Ich mag den Wald. Da stehen viele große, runde Bäume und Tannenbäume. Der Wald ist riesig. Tausende Bäume stehen in einem Wald, seht ihr? Oh nein, Mascha, was machst du denn? Hoffentlich geht die Farbe wieder ab. Ich muss euch unbedingt meinen Freund, den Bären, vorstellen. Ihr werdet ihn mögen. Mit ihm kann man viel Spaß haben. Hier wohnt er. Hallo Bär, schau mal, wen ich mitgebracht habe. Das sind alles meine Freunde aus dem Kindergarten. Sie möchten dich gerne kennenlernen. Und wir haben Hunger. Ja, ganz viel Hunger. Du kochst uns etwas? Das ist prima. Wir spielen noch, bis das Essen fertig ist. Schaut mal, Kinder, hier in der Truhe sind Bälle und Kegele. Oh ja, ich möchte auch einen Kegel. Ich einen Ball. Oh, prima, es gibt Essen. Oh nein! Er ist ausgerutscht. Oh je, Bär. Wie konnte das nur passieren? Du hast ja alles über dein Gesicht geschüttet. Warte, ich hole ein Tuch und mach dich sauber. So, jetzt bist du wieder sauber. Am besten du ruhst dich auf deinem Sessel aus. Bestimmt tut dir jetzt dein Rücken weh. Und ich kümmere mich um das Essen. Ich kann das nämlich schon. Ich kenne mich aus. Oh, das gibt aber viel Brei. Lecker, lecker. So, jetzt ist das Essen fertig. Liebe Kinder, esst, es ist genug für alle da. Anna, deine Mama ist da. Oh, schon? Schade, ich wollte doch noch hier spielen. Morgen kannst du wieder hier spielen. Na gut, irgendwie habe ich jetzt auch schon richtig Hunger. Auf Brei! Wenn ihr noch ein paar andere Videos von Familie Hauser schauen wollt, dann könnt ihr hier gleich eins auswählen und gleich weiterschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Geschichte wieder. Bis dann, tschüss!